1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist nicht meine übliche Why is it cool Reihe und ich will da auch nicht schon wieder in der ein anderer Blick auf Kategorie, sondern es wird mal wieder Zeit für eine Folge jenseits des Warp und wie tatsächlich von euch gewünscht, nachdem wir die Videos zu den zwei Spieler Startboxen gemacht haben, gucken wir ein bisschen tiefer in Infinity rein und schauen uns den Hintergrund einer Fraktion an, die in einer der Startboxen schon mal am Rande aufgekommen ist, und zwar Ariadna. Und da es total langweilig ist, wenn ich hier ein jenseits des Warp von vermutlich 30 Minuten oder länger alleine mache, habe ich mir kompetente Hilfe geholt. Hallo, Tim. Achso, ich bin die kompetente Hilfe. Okay, hallo. Ja, also ich behaupte es zumindest. Ob es stimmt, ist ja immer noch eine andere Frage. War jetzt unsicher, von wem du redest. Ja, ich weiß, das ist okay. Es liegt vor allen Dingen daran, weil ich der Einzige, glaube ich, bin in unserem Sozialumfeld, der Ariadna spielt. Ja, einigermaßen schon, ja. Also zumindest in dem Sozialumfeld, dem wir uns beide sozusagen jenseits der Infinity-Bubble bewegen. Alle anderen Leute spielen andere Dinge. Ich sag nur Weltraum, technohörende Weltraumkreuzritter und so. Die spiele ich jetzt ja auch. Richtig, du hast sie mittlerweile auch. Aber das ist ein Thema für ein komplett anderes Video. Genau, Military Orders machen wir wann anders. Genau. Beziehungsweise haben wir schon gemacht, weil ich das damals mit dem Olli aufgenommen habe. Stimmt, Olli spielt die ja auch. Richtig. Oh Gott, was für Ressourcen wir da abrufen können. Nur in unserem Sozialumfeld. Wie prack. Erschütternd. Soziale Connections. Ganz, ganz schlimmes Zeug. Gut, aber ehe wir jetzt hier mit unserem Sozialumfeld weiter rumprotzen und Bullshit labern, lass uns doch lieber Bullshit labern zum dem, worüber wir reden wollen. Ja, die meiner Meinung nach beste Fraktion. Ja, sie sind wenigstens kein Fehler wie Pano. So, ganz kurzer Überblick für die Leute, die jetzt sagen, okay, Infinity habe ich mal gehört, aber Ariadna, wovon reden die da? Also worüber wir im Detail reden, dazu kommen wir gleich. Aber Ariadna ist eine Infinity-Fraktion und im weitesten Sinne sind das die Hinterwäldler mit Werwölfen und Motorrädern. Ja. Das wäre sozusagen das, was ich in einen YouTube-Short packen würde als Erklärung. Ja, ja, man kann sie drauf reduzieren. Aber da steckt logischerweise noch ein ganzer Tacken mehr drin. Und vor allen Dingen ist Ariadna ja bei weitem nicht in Anführungsstrichen nur eine Fraktion, sondern da stecken ja mehrere Fraktionen. Mittlerweile vier, ja. Ja. Wieso mittlerweile? Es waren doch schon immer vier. Stimmt, ja. Mittlerweile fünf. Du hast recht. Wenn wir Cosmoflot einrechnen, fünf, aber ursprünglich sind es tatsächlich die vier Nationalitäten, die ja schon immer drin steckten. Welche Nationalitäten sind denn das, wenn wir jetzt hier schon so kryptisch vor uns hinquatschen? Also, Ariadna hat quasi als Heimatwelt Dawn und das ist die erste von Menschen kolonisierte Welt durch ein Warp-Portal. Warp-Portal, wollen wir es nicht lieber einfach nicht in 40k Begriffen erklären? Okay, die wissenschaftliche Ausdruck dafür wäre ein Wurmloch. Genau. Das hat nicht so gut funktioniert, weil kurz danach ist das Wurmloch kollabiert. Also es sind zwei Schiffe durch. Von einem hat man sehr, sehr lange nichts gehört. Und das andere hat den Planeten Dawn erreicht, aber es kamen keine weiteren nach. Und danach ist das Wurmloch auch kollabiert. Und man hat sich daran orientiert, was denn in der jetzigen Gegenwart ungefähr Raumfahrnationen sind. Dementsprechend besteht Ariadna aus Russland, Teilen der NASA und der ESA. Ja. In dem Fall dann eben Russen, Franzosen, Briten sowie Amerikaner. Genau. Bei den Briten müssen wir zwingend spezifischer werden. Das sind vorrangig Schotten. Yes. Weil man hat zur Sicherheit diverse Special Forces mitgeschickt. Und vor allen Dingen, was ich tatsächlich relativ cool finde, weil das in vielen Science-Fiction-Sachen vergessen wird, die sind mit Genmaterial, also befruchteten Eizellen und dergleichen, auf die Reise geschickt worden. Weil für eine Kolonisierung
wäre quasi eine Raumschiff-Crew keine stabile Population gewesen. Das finde ich ganz nett. Infinity findet ja immer, guckt so ein bisschen drauf, dass es halbwegs plausibel ist. Ne? Ich meine, wir reden über Wurmlochreisen, so richtig plausibel ist das eigentlich auch nicht. Aber dann zu sagen, hey, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie denn da eine ganze Planetenbevölkerung aus einem Raumschiff entstehen kann, finde ich ganz smart, dass sie das gemacht haben. Ja, sehe ich ähnlich und dann können wir tatsächlich, weil das nachher relevant wird dafür, wie sich diese Fraktion zusammensetzt, wir können ja mal reinschmeißen, was da an Special Forces durch die beteiligten Nationen und Organisationen reingeworfen sind. Die Amerikaner haben Ranger-Einheiten reingeschmissen, also ich würde Ranger jetzt unter leichte Infanterie verbuchen. Normalerweise. Du kannst mich da gerne korrigieren. Ich glaube, du bist ein bisschen fitter in den begrifflichen Zuordnungen. Ja, Ranger sind eine leichte Infanterie der US-Streitkräfte, wobei das leicht natürlich halt auch irgendwie Definitionssache ist vermutlich. Definitionssache ist, ne? Die Amerikaner haben schon sehr, sehr starke Ausrüstung, gehören zum Heer und nicht Genau. zu Airborne, sind, meine ich, die zweitgrößte Spezialeinheit. Ich glaube, Airborne ist noch größer. Und ja, Genau. wurde mehrfach mal Das aufgestellt, wieder aufgelöst, aufgestellt, aufgelöst. Waren im Koreakrieg auch Luftlander. Und generell ist das Konzept von Ranger schnell, hochbeweglich, Einsätze tief im feindlichen Raum. Das wäre sozusagen das amerikanische Kontingent, was wir bei Ariadne haben. Die Briten haben, wie wir es eben schon erwähnt haben, Schotten reingeschmissen, also schottische Regimenter. Ich bin mir gerade nicht sicher, haben sie die Blackwatch in irgendeiner Form reingeschmissen oder habe ich das falsch im Nee, die Hinterkopf? Blackwatch nicht, aber das SAS. Richtig. Wobei die ja nicht spezifisch schottisch sind, sondern britisch. Ja, genau. Da ist ja Deswegen hatte ich vorhin auch extra britisch gesagt, weil das SAS war. Die Franzosen, da könnte ich jetzt nicht festmachen, an welcher französischen realweltlichen Einheit sich das orientiert hat, was sie da reingeschickt haben. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Gibt es auch, glaube ich, keine Anlehnung zu. Also, Ja gut, Parakommandos, also französische Fallschirmjäger, ja. ja, Aber sonst aber wüsste ich so, jetzt nichts. ne, GIGN oder andere französische Special Forces, nee, also auch nicht Fremdenlegion, sind da nicht. Ich glaube auch, Dann weil, glaube ich, die gar nicht so krass medial bekannt ja, sind, dass richtig. man die jetzt aufnehmen würde. Und also, die gehen ja alle nicht so, ne, die gehen ja mit den ganzen Sachen bei Infinity eher dran, was ist popkulturell geprägt, ne? Ansonsten, Genau. was haben denn sonst? Franzosen haben irgendwie Fallschirmjäger, haben eine Marine Fallschirmjäger. Und als viertes praktisch Nationalkontingent sind die Russen mit dabei. Die haben klischeehaft Spetsnaz mit drinne, die haben Fallschirmjäger mit drinne und Kosakenanlehnungen im weitesten Sinne. Genau, als Volksgruppe hat man da tatsächlich Kosaken genommen, statt eben. Genau. Soweit sozusagen zum realweltlichen Hintergrund, den sie da reingebaut haben. Und wie gesagt, dieses Kolonieschiff ist auf Dorn gelandet. Wir müssen jetzt an der Stelle sagen, es schreibt sich nicht Dorn wie der 40K-Primarch, sondern Dorn wie der Sonnenaufgang auf Englisch, Ja. damit hier keine Verwirrungen aufkommen. Und stellen dann fest, so grundsätzlich ist dieser Planet gar nicht so schlecht bewohnbar. Atmosphäre passt, Fauna passt, beziehungsweise Flora passt. Fauna ist ein Problem. Ja. Und zwar kein so ganz klein, winziges, wenn ich überlege, es gibt Riesenelche. Und wer einen normalen Elch schon mal gesehen hat, wenn wir Riesenelche meinen, dann ist das halt wirklich so ein bisschen in die Gigantomanie abdriftend. Es gibt jedes Jahr Todesfälle mit Elchen, wenn es Autounfälle mit Elchen gibt. Der Elch Ja. überlebt das. Das Auto und die hinterm Steuer sitzende Person gerne mal nicht. Und wie gesagt, auf Dorn gibt es die Dinger, also sie werden Elche genannt, sehen aber jetzt nicht unbedingt aus wie irdische Elche und sind halt wirklich, wirklich groß. So ein Kleinbus ist für die nicht zwingend ein Problem. Also Dorn hat vor allen Dingen eine indigene Urbevölkerung, das sind quasi die ersten Aliens, die die Menschheit auch trifft. Das sind Antipoden.
Jetzt musst du aber erklären, was Antipoden sind. Antipoden sind Wolfsmenschenwesen, die eine primitive Steinzeitkultur haben, also ne, Sprache, Kultur, primitive Kunst, sind in der Lage, Metall zu verarbeiten und leben in so diversen Stämmen, die ein bisschen indianisch inspiriert sind. Da sind sie ein bisschen wieder von abgekommen Ja. im Design, weil es ein bisschen problematisch ist für den amerikanischen Markt. Aber die gibt es eben. Antipoden. Und noch ein paar Genau. andere Monster. Also es gibt irgendwie den Quatsch, eine Bärenart, die der ariadnische Genau. Braunbär. Es gibt noch Raptoren. Stimmt. Also abgefahrenes Zeug. Genau. Was man bei den Antipoden tatsächlich, wenn man da ein bisschen einsteigen will, hinzufügen muss, die leben innerhalb ihrer Stammesstrukturen immer in Dreiergruppen. Das bedeutet, es ist bei denen tatsächlich so, jeder einzelne Antipode ist natürlich irgendwie ein vernunftbegabtes Wesen, aber sozusagen diese Antipoden in ihren Dreierkonstellationen sind mehr als die Summe ihrer Teile, was sozusagen mentale Leistungsfähigkeit angeht. Genau, die haben Das. eine intellektuelle und psychische Verbindung, wodurch die deutlich cleverer werden. Das Regelwerk, also das Regelbuch fürs Rollenspiel nennt das Trinary Minds. Das heißt, die teilen sich quasi ihre Intelligenz und Genau. werden umso cleverer, je mehr sie sind. Richtig. Und das ist halt immer diese Dreierkonstellation. Es ist jetzt nicht so, dass 20 Antipoden dann auch 20 mal so schlau sind, sondern es hängt halt immer von diesen Dreierkonstellationen ab. Die können sich neu bilden, wenn Antipoden ihr restliches Rudel verlieren. Die behalten auch Teile ihres Namens dann quasi bei, wenn sie in eine neue Triade übergehen. Hauptproblem an den Antipoden ist, sie haben ein Virus in sich, das sogenannte Retrovirus. Das wird durch den Biss übertragen. Die meisten Arten auf Dorn sind dagegen immun, nicht alle. Das sorgt dafür, dass es so ein paar Dinge gibt, die noch gefährlicher werden, weil dieser Retrovirus verändert Eizellen. Das heißt, wenn ein weibliches Individuum gebissen wird, wird die DNA von Eizellen manipuliert. Alle Biologen jetzt bitte tief durchatmen. Ja, ich weiß, dass das so nicht funktioniert. Und dadurch kriegen quasi Nachfahren davon Antipodengene ab. Das heißt, wenn eine weiblicher Mensch gebissen wird, weibliche Frau, ein weiblicher Mensch gebissen wird, dann entsteht ein Dogface, wie die auf Ariadna genannt werden, von den Ariadnern genannt werden. Das sind Werwölfe. Jetzt haben wir auch erklärt, wo Werwölfe herkommen. Es kann natürlich auch schlimmer passieren. Sie können einen Bären auf Ariadna beißen. Dann gibt es noch schlimmere Dinge. Gibt es nur die Bezeichnung Bukawak oder nee, Drekawak. Das sind Werwolf-Grizzlybären. Von denen halten sich also auch irgendwelche Apex Predators auf Ariadna sehr bewusst fern. Die sind halt echt schlechte Nachrichten. Ariadna, also die Fraktion Ariadna hat das mittlerweile militarisiert. Das heißt, es gab schon seit Beginn der Fraktion, in der ersten Edition, gab es Antipode-Packs. Das heißt, man hat quasi drei Antipoden, die kybernetisch gezähmt sind. Das heißt, es wird auch sehr deutlich gemacht, dass die irgendwelche Implantate dran haben. Und einen Controller, der die lenkt, als Waffe. Die sind nicht schlecht, weil die sehr, sehr mobil sind. Man gibt einen Befehl aus und bewegt alle drei Modelle auf einmal. Die werden als Carbo-Marker aufgestellt. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, dass sie es sind, aber mittlerweile sind die Es gibt Carbo. nicht so viele Carbo-Marker, die so groß sind. Genau, mittlerweile sind die Carbo-Marker immer so groß wie das Base der Modelle. Also ist halt an die Silhouette der Figur angepasst, je nachdem, wie groß die ist. Und der Carbo-Marker verrät das quasi. Und es gibt bei Ariadna sonst nichts mit so einem großen Carbo-Marker. Und wenn man drei davon nebeneinander liegt, weiß man eigentlich, dass das Antipoden sind. Es macht aber trotzdem Sinn, weil der Gegner muss erstmal aufdecken und dafür einen weiteren Befehl ausgeben.
Genau. Die sind sehr gut im Klettern, das heißt, die kommen sehr schnell über Gelände. Und sie haben etwas, was sehr praktisch ist, was Ariadne nämlich gar nicht so viel hat, Sensor. Das heißt, andere Camo-Marker werden in ihrer Nähe sehr, sehr leicht oder automatisch aufgedeckt. Das Richtig. hilft auch, weil Ariadne hat nicht so viele Möglichkeiten dafür. Genau. Gute Einheit. Genau, also das wären sozusagen die indigene Bevölkerung. Unweigerlich auch, weil das ein sehr bewusstes Thema bei Ariadna als Fraktion ist, haben sie da natürlich den Bezug genommen zur nordamerikanischen Geschichte, was das Thema Verdrängung und Vertreibung indigener Völker angeht. Sie haben mehr oder weniger Äquivalente in der im, sozusagen der Geschichte von Ariadna zu den nordamerikanischen Indianerkriegen und auch verbunden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Abmachungen sozusagen, die zu irgendwelchen Waffenstillständen mit Antipoden führen, gibt es, glaube ich, im Ariadna-Hintergrund nicht, ne? Die Kämpfe flauen einfach irgendwann ab. Also es gibt zumindest diplomatischen Kontakt und du kannst im Rollenspiel auch Antipoden spielen, Okay. aber ist schwierig. Ja. Also ist gespanntes Verhältnis. Aber generell gibt es so Gebiete, die werden hauptsächlich von Menschen bewohnt und da gibt es keine Antipodenstämme mehr. Und an manchen Gebieten haben die sich einfach auch zurückgezogen und manche sind umkämpft. Genau. Das bedeutet, also da haben wir tatsächlich schon einen relativ deutlichen Bezug auf sozusagen realweltliche Hintergründe, die verarbeitet worden sind. Nicht zuletzt auch durch Figuren wie Wild Bill. Das ist zwar ein Modell und ein Charakter, den es jetzt erst seit ein paar Jahren gibt. Vorher hatten sie den nicht drin. Wild Bill ist eigentlich ein moderner Gladiator in der Welt von Infinity. In Aristea antritt, das ist so eine Art Bloodsport, wo die praktisch die Kontrahenten zurückkommen können mit Ersatzkörpern und die alle so ein bestimmtes Klischee erfüllen. Und Wild Bill ist so der Revolverheld, auch mit entsprechend dem Hut, dem Mantel und ähnlichem. Und es gibt im Hintergrund zu Infinity tatsächlich den Bezug auf eine Aufnahme aus den sozialen Medien. Da steht Wild Bill auf einem Zug, der irgendwie durch Antipodengebiet fährt. Und schießt mit seinen Hightech-Revolvern auf Antipoden, die versuchen, diesen Zug zu überfallen. Das steht auch im Hintergrund drin, dass diese Videos sehr schnell aus den sozialen Medien wieder verschwunden sind, weil es dann doch zu einem zu großen Aufschrei geführt hat. Also da wird schon deutlich Bezug auf Dinge genommen, die auch in der realen Welt sehr problematisch zu sehen sind. Was ich wiederum sehr mag, dass sie sowas gezielt in Infinity aufgreifen. Aber das gilt für alle Fraktionen. Ja, es gibt keine Fraktion, also sie achten sehr darauf, dass keine Fraktion bei Infinity gut ist. Also, ne, ich habe schon Ariadna genommen und wenn man einmal quasi durch die Regeln so durchblättert, okay, indigene Urbevölkerung, die man versklavt hat, genetische Experimente an der eigenen Bevölkerung, ein leicht totalitäres Regime. Ja, also da achten Genau. sie schon sehr drauf. Aber wir wollten uns ja nicht nur jetzt auf Antipoden beziehen und konzentrieren, sondern wir wollen uns ja so ein bisschen angucken, was macht Ariadna als Fraktion aus? Wir haben ja die vier Nationalitäten im weitesten Sinne, die dieses Gesamtkonstrukt ausmachen. Die Amerikaner haben tatsächlich eine Art Äquivalent zu den Vereinigten Staaten gegründet, halten auch dieses amerikanische Erbe mit dem American Dream und allem in ihrer eigenen Selbstwahrnehmung sehr, sehr hoch. Sie haben teilweise ein Mindset drin, was man so ein bisschen, was mich zumindest an ein paar Stellen ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg erinnert, so was dieses industrielle Denken angeht. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich wahrnimmst. Also, US Ariadna, also United States of Ariadna, ist natürlich America. Also, die haben sehr, sehr viel drin. Es gibt auch cooles Gelände dafür, dass es quasi ein Diner dazu gibt. Diverse amerikanisch-patriotische Dinge sind wieder aufgegriffen worden. Also es gibt zum Beispiel ein leichtes Platoon namens Minuteman, wie die Minuteman während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Cowboy-Hüte, Colt-Pistolen, Forts, Biker also das Gangs.
Bitte? Biker-Gangs mit den Ja, Biker, die Desperados. Desperados. Wir haben US Ranger, US Marine Corps. Wir haben den Unknown Ranger. Der Unknown Ranger, ja, das müssen wir gleich mal durchgehen. Sie haben, also ne, es gibt halt viele Begriffe, die wieder aufgegriffen werden. Also ne, die Orte heißen halt irgendwie Lincoln, Franklin, Truman, Springfield, Tombstone, Washington. Haben eine leichte Unabhängigkeitsbewegung, weil sie sich vom Rest von Ariadna natürlich lossagen wollen. Diese wird, genau wie die anderen Unabhängigkeitsbewegungen, auch sehr stark bekämpft. Da kommen wir nachher mal zu, wenn wir jetzt über die Russen reden. Aber Genau. die US-Liste, das ist die US Ranger Force oder US Ariadna Ranger Force. Die hat als Gimmick quasi, dass fast alle Figuren davon gepanzert sind im Kern. Also ne, die haben halt als Hauptinfanterie Marauders. Und Genau. die sind insofern besonders, weil Ariadna sehr wenig Panzerung hat. Aber beispielsweise alle Marauder haben schon Panzerung 3. Für den Kontext, das ist eine gute mittlere Infanterie in Infinity. Der Durchschnitt bei Ariadna ist entweder Panzerung 0 oder Panzerung 1. Genau. Dann haben die ein paar sehr, sehr gute Luftlander. Auch ein paar Charaktermodelle, die es unterstützen. Da gibt es Van Zandt. Das ist einer der fiesesten Luftlander, die es in dem Spiel gibt. Oder zumindest für Ariadna. Dann haben sie mehrere Motorradeinheiten, die Mavericks und die Um dich kurz Desperados. zu unterbrechen, ich Ja. glaube, Vincent, sollten wir jetzt kurz einmal darauf eingehen, nicht darauf, was der kann, sondern wo da schon wieder die popkulturelle Referenz liegt. Für die Älteren unter euch, die werden den Film schon eher kennen, Herrschaft des Feuers oder Reign of Fire im englischen Originaltitel, könnte jemand von euch gesehen haben. Da gibt es ja diese Amerikaner-Hauptfigur, der freiwillig aus einem Helikopter auf einen Drachen herunterspringt mit einer Feuerwehraxt. Und den haben sie in Infinity mit Van Zandt umgesetzt. Es gibt den Sculpt mit Feuerwehraxt. Ich glaube, es gibt drei Sculpts, ein altes, was gar nicht so hübsch ist. Das Okay, Klass. den alten kenne ich nicht. Nicht danach suchen lässt, du kriegst Augenkrebs. Okay. Und einen aus einem Kickstarter und das Stimmt, aktuelle. dann gibt es tatsächlich vier. Es gibt einmal die Standardausführung mit der Axt, die man regulär, glaube ich, sogar ganz regulär bestellen kann. Ja. Es gibt die Gen Con Exclusive Variante von vor ein paar Jahren, die mit einem Gewehr ausgestattet ist. Und jetzt müsste ich gucken, ob, glaube ich, in einer der Erweiterungen für Defiance sie Van Zandt irgendwie noch mal in einem anderen Sculpt drin haben. Das könnte sein. Ich weiß nicht, ob es in Defiance oder in Tag War drin ist, aber irgendwo Ich gibt es glaube, da ja, noch es einen. müsste Tag War sein, stimmt, weil da gibt es das Drachenmodell, da würde es Sinn ergeben, wenn da dann wenn Zandt mit drin ist. Du hast recht. Ja, das macht auch total Sinn, weil auf Ariadna gibt es natürlich auch Drachen. Ja. Also die einheimische Fauna ist ein Riesenproblem. Wir hatten gerade noch was anderes, nämlich den Unknown Ranger. Der Unknown Ranger ist ein Typ mit Helm, Sturmmaske, der für die US Ariadnas alles verkörpert. Also quasi der heldenhafte Soldat, der aus ihren Reihen stammt. Keiner weiß seine richtige Identität. Vielleicht gibt es mehrere, vielleicht wird der Titel weitergegeben. Ist es vielleicht ein Supersoldat? Man weiß es nicht. Er hat aber auf jeden Fall einen Schild mit einem Stern. Ja, es ist eine Mischung aus dem logischerweise Captain America, aber gleichzeitig auch Anspielung auf den Unknown Ranger als popkulturelle Figur, die schon ein bisschen älter ist. Ja, sehr gutes Modell, hält sehr viel aus. Man kann damit ein cooles Fireteam bilden und er hat zwei sehr, sehr harte Waffen, entweder eine MK12 oder eine Spitfire. Das heißt, wenn ihr Ariadna spielt, ist das eines der Modelle, die ihr euch mal angucken solltet. Da kann man viel, viel Unfug mitmachen. Ja, genau, das wäre tatsächlich für mich so die beiden wichtigsten Charakterfiguren aus der Ranger Force. Ja, ansonsten ne, leichte Luftlander, man kann auch so ein paar amerikanische Stereotypen mitnehmen, wie die Hardcases, das sind Ex-Soldaten, die jetzt entlang der Front leben und
quasi so die so als Grenzgebietsbewohner. Genau, Prepper Survivor. Das Modell hat einen taktischen Bogen, einen Cowboyhut, trägt Jeans und Chefs und ein hochgerolltes Karohemd. Na, das ist so der Stil, den man dabei hat. Dann die Franzosen, das ist tatsächlich im Moment, muss man hinzufügen, eine Sektorarmee, beziehungsweise der Teil von Ariadna, für den es keine neuen Modelle gibt. Die Fraktion ist weiter spielbar, kriegt auch noch Regel-Updates, aber es gibt für die Unterfraktion keine Neuerscheinung und auch wird auch auf absehbare Zeit nicht passieren. Da hatte ich auf der Spielemesse in Essen 2022 mit der Marketingchefin von Corvus Belli sprechen können und habe sie explizit danach gefragt. Und sie hat gesagt, die Merowinger, das ist die französische Unterfraktion, wird auf absehbare Zeit erstmal nicht neu aufgelegt werden in den nächsten paar Jahren. Ja, ich finde das sehr schade. Ich habe ja tatsächlich, als ich mit Ariadna angefangen habe, von dir einen ganzen Haufen Figuren dafür bekommen. Die Armee selber heißt Force de Repoussée Rapide Merovingienne. Ist eine sehr, sehr leichte Liste, die ein paar fiese Kniffe drin hat, aber mangels neuer Modelle wirklich, 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 wirklich schwerer zu spielen ist. Man kriegt auch einfach viele Modelle nicht mehr, sie sind auch nicht mehr so hübsch. Infinity hat ja auch so eine leichte Größenveränderung da drin. Genau. Die Merowinger sind eine Handelsfraktion im Spiel, das heißt, die haben in ihrer Stadt, also das Hauptgebiet von ihnen ist Marianburg, das ist so der wichtigste Handelshafen, auch außerhalb von Dorn, und liegen zwischen allen anderen Fraktionen und betreiben vor allen Dingen Handel. Es gibt da auch eine Unabhängigkeitsbewegung, natürlich gibt es die, weil alle Ariadna sind unabhängig, halsstarrig und auf ihre Freiheit bedacht und haben so einen leichten, also so ein Flair, was ein bisschen metropolitischer ist. Ja. Auch weil Marianburg ist, glaube ich, sogar die größte Stadt. Das könnte sein. Abgesehen vielleicht von Matt. Aber auf Matt kommen wir später nochmal. Ist zumindest die modernste. Ja, ja, genau. Weil halt der Schnittpunkt zur Außen, also sozusagen zur Außenwelt. Wie spielen die sich? Keine Ahnung, ich habe tatsächlich die Merowinger nie gespielt. Also sie haben ein paar leichte, also vor allen Dingen leichte Infanterie, haben nur zwei Heavy Infanteries. Der einzige Tag, den sie haben, ist Anaconda, also ein Söldner. Haben ein paar Luftlander drin. Sie haben ein ganz, ganz schlimmes Luftlander-Team drin. Das EKB Mirage, stimmt, die stammen genau ursprünglich da. Der Rotkäppchen und der Wolf sind Merowinger. Ja. Margot Bettier und der Werwolf Duroc. Normalerweise sind diese ganzen Dog Warriors oder Dog Faces gar nicht so wild auf Flugzeuge oder auf enge Räume. Außer Duroc. Der findet das total cool. Aber das weil er einfach auf Leute draufspringen kann aus großer Höhe. Ist auch wieder ein klassisches Ariadna-Luftlande-Ding. Kommt hinten runter, macht extrem viel Schaden. Also Margot gar nicht so sehr. Die hat zwar einen Granatwerfer dabei, der ein bisschen überraschen kann. Aber das Schlimmere ist halt einfach Duroc. Der hat zwei Chain Rifles. Das ist quasi so eine Sci-Fi-Schrotflinte. Und ist als Werwolf extrem robust und zäh und kann im Nahkampf auch relativ schlimm zuhauen. Und sie sind halt als Kombi schon, gerade weil das offizielle Studioschema Margot mit einem roten Kopftuch zeigt, sie sind halt schon sehr bewusst Rotkäppchen und der Wolf. Wenn ihr die spielen wollt, guckt euch mal Duroc an. Der hat nämlich Granaten und Granaten wirft man im Spiel mit Physics. Und da ist das einer der höchsten Physics-Werte, die man in der kompletten Armee, wenn nicht sogar im Spiel hat, nämlich Physics 16. Der ist richtig schlimm damit. Ja. Ansonsten haben die Werwolfsjäger, die Loup Garou, genau. Die sind darauf ausgelegt, dass sie vor allen Dingen gegen Werwölfe funktionieren, was gar nicht so viel Sinn macht, weil nur Ariadna die hat, aber es ist natürlich eine Polizeiforce, die, also ne, die ganzen Truppen darin sind eher so aus einer Polizeiforce. Metros, Parakommandos, Priskars sind ein bisschen stärker, also ein bisschen stärker gepanzert, aber ansonsten ist das alles sehr leicht.
coole Hintergrundfigur ist Brigadier Jacques Bruant, Sous-Offizier der Metro. Das ist ein sehr einsilbiger, ruhiger Mann, der eine hochgerollte Mütze trägt, eine Brille und Pflanzen mag, ja. Es ist ein Profikiller, Schrägstrich Kommando, und es ist sehr modelliert nach Leon der Profi. Genau. Hätte ich gerne das Modell, ist fast unmöglich zu kriegen. Also ich habe es irgendwann letztes Mal für 90 Euro gesehen. Kommt man international unter dem Preis, den du genannt hast, geht dieses Modell faktisch nicht weg. Ja. Keine Chance. Und der einzige Neuzugang, den sie jetzt mal letztens hatten, ist, dass sie Wolfgang Amadeus Wolf bekommen haben. Mhm. Aber das ist halt auch ein Bounty Hunter und eigentlich ein Söldnermodell. Also wäre schön, das zu spielen. Ja, und es gab zwischendurch mal ein einzelnes Chasseurmodell. Weil die ja auch in der Cosmoflot spielbar sind. Genau. Aber das war's auch. Also es gibt halt kein neues Modell-Line-up für die Fraktion. Dadurch ist die so ein bisschen zweitrangig geworden in dem, wie sie auftritt und wahrgenommen wird. Ja. Schade eigentlich. Dann, ja. Machen wir weiter. Nationalität, die Schotten. Die Schotten. Die Kaledonier. Genau, die Caledonian Highlander Army. Wir sind wieder tief in Popkultur. Kills, Claymores, Whisky. Und Bergbau. Stimmt, Bergbau. Weil eins der seltenen Mineralien auf Dorn ist Tesium, ein besonders schweres, widerstandsfähiges Metall, was, glaube ich, eine extrem hohe Masse hat, aber nicht radioaktiv ist. Und ein sehr, sehr zähes Material ist, also sozusagen, was nicht so schnell bricht, auch wenn es gehärtet wird. Ja, dadurch haben die extrem viel Wohlstand und gleichen quasi auch ihre Rückständigkeit, weil, ne, also Ariadna hat den ganzen abgefahrenen Kram wie Holocamo, abgefahrene Sensoren, die höherrangigen Multispektralvisiere, Multi-Rifles, haben wir alles nicht. Wir müssen uns darauf verlassen, Guts and Glory und in dem Fall bei den Caledoniern Tesium. Das heißt, dann gibt's also Claymores daraus, Rüstungen und Kugeln. Und in Schmuck. Also tatsächlich ist es so, im äußersten Notfall können sie den Familienschmuck einschmelzen und Munition draus machen. Yes. Und da ist logischerweise, steckt bei Highlandern schon drin, sie haben unweigerlich William Wallace am Start. Ja, der kam auch von außen, den haben wir uns nicht ausgesucht. Ja. Richtig, der wurde euch aufgedrückt, was irgendwie von außen nur so begrenzt gut funktioniert hat. William Wallace, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, da wurde ja über Aleph gesprochen, also die wohlwollende KI, die die ganze Menschheit kontrolliert. Genau. Und Aleph produziert ja Übermenschen. Mhm. Also genetisch übermenschlich geschaffene Klone oder Nachbildung von historischen Persönlichkeiten. Androiden sollen Androiden sein. Ja, sind das Androiden? Ja, es sind künstliche Körper mit Bewusstsein, was reingepackt wird. Also es ist tatsächlich, würden die, glaube ich, eher in die Kategorie Androiden fallen als in die Kategorie Klone. Spannend. Ich dachte mal, das wäre biologischer. Auf jeden Fall hat sie William Wallace geschaffen, um Ariadna quasi dadurch an die Menschheit heranzuführen und zu kontrollieren. Das hat nicht ganz so geklappt. Der ist mitten in der Wildnis abgestürzt, hat sich dann mit bloßen Händen quer durch das Antipodengebiet gekämpft, kam blutüberströmt nach Monaten dann bei einer menschlichen Siedlung an. Man hat ihn sich sehr gründlich angesehen. Und mit Hilfe der Nomads viele der Sperren und dergleichen und Kontrollmöglichkeiten ausgeschaltet. Und seitdem kämpft er quasi für Ariadna und zumindest bisher zeigt er keinerlei Kontrolle mehr durch seinen elektronischen Herrn. Nimmt man zumindest an. Doppelter Boden, vielschichtig und so, man weiß es nicht hundertprozentig. Weiteres Thema, Freedom. Also wir haben hier nicht den historisch korrekten William Wallace, wir haben hier Mel Gibson, genau. Die Figur sieht auch sehr danach aus. Ja, er ist nicht der einzige Highlander, der nach einer Filmfigur Highlander aussieht. Es gab, ich weiß gar nicht, ob man die noch kriegt, es gibt eine komplette Box mit 4 Highlander-Modellen. Und die sind alle basierend auf popkulturellen Highlander-Figuren, inklusive Christopher Lambert, inklusive,
Ich überlege gerade, wer hat Rob Roy damals gespielt im Film? Liam Neeson. Liam Neeson, also sie haben einen Liam Neeson Highlander mit drin. So, man erkennt jede der Figuren tatsächlich irgendwie entsprechend der Filmfigur wieder. Da machen sie sich schon groß, haben sie sich damals einen großen Spaß draus gemacht, einfach jeden Highlander, den man irgendwie kennen könnte, da reinzuwerfen. Fraktion wird leider auch gerade nicht so richtig unterstützt. Also sie haben letztens noch mal was neu bekommen, aber das ist halt auch mehr, weil es in Cosmoflot spielbar ist. Das ist die fünfte Fraktion, zu der wir nachher kommen. Na, jetzt kommt ja eine Box mit neuen Caterans. Also die kriegen Ach, schon über Caterans. die Schiene. Ja, da gab es ja jetzt den Einzelnen, der in der neuen Fraktions, also in der neuen Sektor, in der Cosmoflot-Starttruppe drin war. Beziehungsweise in der Beyond-Box, Entschuldigung. Und die kriegen jetzt tatsächlich eine Dreier- oder Vierer-Box mit weiteren Caterans-Loadouts. Du verwechselst das. Tue ich? Ja, in der Beyond ist doch kein Caterin drin. Die Highlander haben halt auch noch so ein paar britische Elemente drin. Wir hatten vorhin den SAS erwähnt, der da mit drin steckt. Und die Highlander haben mit einer der am schwersten gepanzerten Infanterieeinheiten drin. Das ist halt komplette Theseum-Rüstung. Also vom Preis für diese Rüstung könnte man wahrscheinlich mehrere Familien jahrelang ernähren. Ja, die Mall Genau. Schwere Maschinengewehre, richtig dicke Panzerung. Aber halt trotzdem alles eher in Anführungsstrichen archaisch und nicht mit Servomotoren bis zum Abwinken und komplett hochgezüchtete Elektronik. Ja, ich muss bei dem immer gerade, weil er diese Kombination aus MG und Unterarmschild hat, immer an Jinro denken. Also Ja, so es der geht mir Stil ist so ein ähnlich. bisschen da. Mit einem Kilt. Natürlich. Was auch sonst? Wenn man die spielen will, man kann relativ viele der Figuren proxen. Also die leichte Infanterie, die sie drin haben, sind die Caledonian Volunteers. Das sind quasi ja Gewehr, Schrotflinte. Ich weiß gar nicht, einen Hacker haben die, glaube ich, Nee, nicht. Hacker, das Medikit ist und Ariadna. HMG sind billig. Ja, funktionieren. Dann die Caterans. Das ist ein relativ ekliger Sniper, weil der einen T2-Sniper hat. Also T2 heißt Theseum-Munition. Dadurch werden die deutlich stärker. Der hat auch Climbing Plus, das heißt, der kommt extrem schnell auf Gebäude drauf. Und Mimetism und kostet gar nicht so viel. Das ist ein ganz okayer Sniper. Fabian mag den gar nicht so sehr. Sie können eine Hackerin mitnehmen, Isobel McGregor. Wenn man hacken will, man braucht es nicht so unbedingt. Und im Hacking-Game verliert man halt häufig. Es gibt die Scots Guard. Die ist nämlich, das ist das, was in der Beyond Crimson Stone drin ist und jetzt die Box kriegt. Das Ah, sind, okay, gut, dann sind es Scots Guard, nicht die Caterans. ja, man kann die entweder als getarnt spielen, dann stellt man Camo-Marker auf und da gibt es also eine besonders verhasste Kombi, das ist nämlich der Scots Guard mit einem Raketenwerfer, der auch noch Surprise Attack hat. Dann gibt es die Highlander Grace, das ist so eine leichte Infanterieeinheit, die aber Dodged hat und Immunity Shock. Das heißt, die halten, obwohl sie relativ günstig sind, ein bisschen mehr aus. Dann die Mormers, die wir gerade schon hatten, sehr schwer gepanzert. Das SAS, eine meiner Lieblingseinheiten. Billig, Camo-Marke, stark bewaffnet, also ne, die können halt Chain Rifle, eine Light Shotgun haben, auch mit mehreres Decharges und sind relativ gut im Nahkampf. Ein beliebter Trick ist Decharges, das ist quasi eine Sprengladung, die man irgendwo dran klebt und wegrennt. Die kann man auch im Nahkampf nutzen. Und es gibt wirklich, wirklich nichts Ekligeres, als so einen billigen SAS mit einer Decharge auf ein richtig teures gegnerisches Modell zu werfen, dem die Sprengladung an die Brust zu kleben und den Stift zu ziehen. Und dann stiften zu gehen. Genau. Uxia McNeil, das ist eine prügelnde, leicht soziopathische SAS-Soldatin. Und tatsächlich eines der Designs, also eine der Charaktere oder Einheiten, die größte Anzahl an verschiedenen Designs im Laufe der Jahre gekriegt. Also es Ja. gibt, glaube ich, mittlerweile 5 verschiedene Uxia-Designs über die Ja. Jahre verteilt. Ist aber nicht schlimm, man spielt die anderen dann einfach als SAS, weil vom SAS gibt es, glaube ich, nur zwei Genau. Skalps gerade.
Ja, richtig. Da gibt es den Typen mit dem Messer und irgendwie einen mit der Schrotflinte. Und was tatsächlich die Caledonians haben, sind Warbands, das heißt irreguläre Einheiten, die besonders billig sind. Die können aber ihren irregulären Befehl, sie haben einen Befehl zusätzlich, oder teilweise sind die auch im Pashes. Die können, sind damit nicht so flexibel, außer man hat William Wallace dabei. Dann werden die zu regulären Einheiten. Dann werden die zu regulieren. Und diese ganzen Warbands sind eigentlich schnell, leicht, gut im Nahkampf. Und davon haben die richtig viele. Also, ne, Highlander Rifles, Second Regular Cameronians Regiment. Das sind sogar Dog Warriors, also Werwölfe im Kilt. Und sie können McMurrow spielen oder der Spitzname McMurder. McMurder, genau. Der kriegt auch gerade ein neues Modell. Richtig. Man kann die Ein Liste komplett Werwolf spielen. killt, ja. Also, ne, weil man muss einfach bei vielen dann sagen, ja, okay, es ist ein Highlander Rifle, ich spiele den aber als. Und die ganzen wichtigen Sachen, Wallace, McMurrow, Cardeen, Uxia, SAS kriegt man gerade alle, Mormec kriegt man, kann man spielen, ist eine etwas nahkampfstärkere Liste. Aber auch eine Glaskanone, weil die haben bis auf die Mormers und Wallace und ein paar andere, ist das alles andere, geht extrem. Und man muss Kills malen möchten. Also. Ja, da bleibt einem nur so begrenzt eine Wahl, wenn man das unbedingt will. Aber kommen wir weg von kilttragenden Schottenwehrwölfen, kommen wir zur praktisch vierten Nationalität auf Ariadna. Das Tatari Army Corps, also praktisch die Nachkommen der Russen Schrägstrich Kosaken, die zu den Siedlern gehörten. Die sind schon stark geprägt von diesem Konzept der Roten Armee. Das bedeutet, da hat man, sagen, man hat als in Anführungsstrichen Kavallerie mittlerweile die Dynamos, das ist eine Motorradeinheit, die automatische Granatwerfer hinten auf ihre Motorräder geschraubt hat. Sie haben mit den Radniks tatsächlich die richtig, richtig, richtig schwere Infanterie, die sind so ein bisschen das Zwischenstück zwischen schwerer Infanterie und Tanks, also diesen laufenden Kampfrobotern. Sie haben mittlerweile den, jetzt fällt mir der Name ums Verrecken nicht ein, sie haben jetzt, kriegen jetzt gerade einen Tag, der basierend auf so einer Art Industrieläufer ist und mich ganz, ganz stark an den Locust aus Battletech erinnert im Design. Ja, der ist noch nicht in deren Liste verfügbar. Den hast du, glaube ich, momentan nur Nur in bei, Cosmoflot. genau, der Tschernobog. Genau, der Tschernobog. Das ist der erste Tag, den Ariadna hat. Also im Hintergrund hat Ariadna schon einige Tags drin. Also zum Beispiel die Amerikaner haben welche. Die werden im Spiel aber nicht als Tags behandelt, sondern als Heavy Infantry. Ja, weil sie Weil. halt nicht diese Hightech-Systeme sind, sondern deutlich simpler gehalten. Hat aber auch den Vorteil, die Heavy Infantry, die man zum Teil hat, davon ist das, normalerweise ist Heavy Infantry und Tanks sind immer hackbar. Das heißt, es kann halt einfach passieren, dass ja, dein Gegenüber das Ding abschaltet und man nichts damit machen kann. Genau. Das ist bei Ariadna aber nicht so. Also zum Beispiel die Fifth Minuteman ist eine Heavy Infantry, die ist nicht hackbar. Die Genau. Mormers ist eine Heavy Infantry, ist nicht hackbar. Tatari Army Corps hat. Da hat die Rednecks. Genau, die Rednecks sind hackbar, ja. Ja, weil da dann tatsächlich schon zu viel Hightech drin steckt. Aber Das früher Tatari galt Army immer, Corps. Ariadna brauchst du keinen Hacker gegen aufstellen, kannst eh nicht hacken. Heute nutzt man Hacker für andere Dinge, aber das gilt, hängt Genau. noch so ein bisschen nach. Dann die Russen, das Tatari Army Corps, hat etwas, was ich im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen tatsächlich als Artillerie bezeichnen würde. Der Traktor Denn alle, Mul. genau, das, also jede Fraktion in Infinity hat ja Drohnen, also so Transportdrohnen, die bewaffnet werden. Ariadna hat das grundsätzlich auch, allerdings haben sie auf ihren Drohnen einfach Mehrfachraketenwerfer geschraubt und die Drohnen haben dann irgendwie keine Beine zum Laufen, sondern sind auf Kettenlaufwerken, werden manuell ferngesteuert und können mit indirektem Beschuss einfach Gebiete mit Raketenartillerie bepflastern.
Ja, also ganz viele Fraktionen haben irgendwie eine Remote-Drohne, die einen Raketenwerfer hat und die nutzt man üblicherweise. Man markiert mit einem Hacker oder mit einem Forward Observer ein feindliches Modell und kann dann Raketen darauf abfeuern. Und zwar extrem viele. Nomads zum Beispiel machen das so, die pflastern einfach das Spielfeld komplett mit Repeatern zu. Das heißt, man läuft automatisch in deren Hacking-Netzwerk rein, wird dann markiert und ohne dass man was dagegen machen kann, kommt dann außerhalb der Sichtlinie ein Raketenhagel nieder. Funktioniert hier nicht ganz so, aber dafür sind die Dinger extrem billig und man hat eine Rakete. Was bringt Ariadna noch mit Oh, ich an kann anfangen. Einheiten? Ja, leg los. Es gibt die Light Kazakhs, das ist eine relativ billige Infanterieeinheit. Was sehr, sehr stark ist, sind die Kasak-Spetsnaz. Also, ne, sind halt an russischen Special Forces dran. Die haben Camouflage, Mimetism oder Parachutist. Können schweres Maschinengewehr mitnehmen und das wird tatsächlich ein bisschen eklig, weil das dann ein Schockmaschinengewehr ist. Das heißt, es macht zwei Verwundungen automatisch. Die haben Marksmanship, Stealth und Surprise Attack. Das heißt, wir haben da wieder das klassische Problem bei Ariadna, ganz viele Carbo-Marker. Da kann was irgendwas Billiges drunter sein. Oder der Kasak Spetsnaz mit einem HMG, der richtig Schaden macht. Es gibt die Strelloks, das sind quasi Kundschafter. Die kann man auch mit einem Antipoden zusammenspielen. Also, ne, die heißen halt Richtig. K9-Antipoden, wie die K9-Teams der Amerikaner. Das ist immer ein Soldat mit einem ausgebildeten Hund, der beispielsweise Feinde in Gebäuden sucht, Sprengkörper findet oder neuen. Das nennt man K9. Programm. Es gibt die Tank Hunters, eine der coolsten Einheiten, wie ich finde. Camo, relativ teuer, ein bisschen gepanzert, haben aber ein Armor Piercing HMG oder einen Raketenwerfer oder eine tragbare Autokanone. Und wenn ihr Ariadna spielt, müsst ihr euch darauf einlassen, dass 1 Million Menschen immer den gleichen Witz machen. Hihihi, Ariadna-Hacking, weil früher, als war das die Hauptantwort gegen Tags, als es noch nicht so viel gab, der Typ, der unter einem Camo-Marker wartet, der Tag läuft in die Schusslinie und dann hält man mit der schweren Autokanone drauf und tötet ihn. Genau. Da gibt es auch ein Charaktermodell zu, Vasili Plushenko. Der ist extrem gut, wie ich finde. Also der hat halt einen T2 Marksman Rifle oder einen Sniper Rifle, kann ein Lieutenant sein. Es wird eine weitere Tarnmarke aufgestellt, wenn man ihn aufstellt. Das ist die Decoy-Regel. Das heißt, man muss erstmal rausfinden, welches der beiden Marker ist das richtige Modell und dann muss man es noch enttarnen. Das heißt, das kostet den Gegner relativ viele Befehle. Es gibt noch Veteranen-Kasaks, die halten mehr aus, weil der erste Lebenspunktverlust sorgt nicht dafür, dass sie sterben, weil die No Wound Incapitation haben. Haben auch noch Veteran und Sixth Sense, das heißt, wenn euer Anführer stirbt, kann man die normal weiterspielen. Und sie sind immun gegen Schock, das heißt, viele Waffen, die Schock machen, also sprich, die machen doppelten Schaden, die ignoriert ihr einfach damit. Also die Waffe macht trotzdem noch den regulären Treffer, Ja. aber halt nicht diesen Doppelschaden. Ich glaube, das müssen wir, also es ist nicht so, dass sie den Beschuss komplett ignorieren können. Es gibt noch Pavel Alexei McManus. Ist ein bisschen verwirrend, das ist eigentlich ein Kaledonier, aber der ist bei, also ist ein verstoßener Kaledonier, der jetzt bei den Russen ist. Es ist ein sehr starker Nahkämpfer, Forward Deployment, Natural Born Warrior, Martial Arts 2, Berserk, Frenzy, Mimetism. Und hat auch wieder die Charges, Shock Mines und eine T2 Close Combat Weapon. Tut weh. Es Ziemlich. gibt die Scouts. Ja, noch mehr schlechte Nachrichten. Bin ich immer ein bisschen unterwältigt. Also fand ich bisher ein bisschen unterwältigend, weil so richtig stark sind die nicht. Also andere Fraktionen haben bessere Scouts mit einem Scharfschützengewehr. Kann man, würde ich immer was anderes nehmen. Zum Beispiel Okay. Dog Warriors. Dog Warriors und Scouts in derselben Kategorie. Moment. Irgendwas ist da falsch. Dog Warrior fangen an als Dogface. Also das ist ein sehr muskulöser Typ mit einer Nahkampfwaffe.
Wenn die aber verwundet werden, verwandeln die sich in die volle Werwolf-Form. Das heißt, man tauscht das Modell aus gegen das größere Modell, das ist dann die Dog Warrior Form. Und die haben eine Sonderregel, nämlich Immunity Total. Das heißt, die ganzen Sonderregeln, die es bei Waffen gibt, ignorieren die. Außer viral. Dagegen sind sie vulnerabel, aber so viel Viralwaffen gibt es im Spiel nicht. Wenn ihr wisst, dass ihr gegen Ariadna spielt, dann überlegt euch mal, ob ihr vielleicht eine Viralwaffe mitnimmt. Es gibt sehr viel in der Liste, nämlich alles, was ein Werwolf ist, was darauf allergisch reagiert. Sind billig, Richtig. ist eine Warband, gut im Nahkampf, kann man 3 Stück von mitnehmen und haben auch im Pesches, das heißt, die haben einen zweiten Befehl, das heißt, man kriegt die auch sehr schnell über den Tisch gestellt. Ja, das ist so ein bisschen der Überblick über das Tatari Army Corps. Dann haben wir noch die letzte und neueste Unterfraktion für Ariadna, Cosmoflot, weil auch Ariadna irgendwann sein Raumfahrtprogramm reaktiviert hat aus der Erkenntnis heraus. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, uns bei der Raumfahrt nur auf die anderen Nationen, die unseren Planeten eigentlich auch ausbeuten wollen, zu verlassen, weil jeder hat so seine eigenen Partikularinteressen. Wir brauchen dann doch was Eigenes. Sie haben gebrauchte Schiffe bei anderen Nationen eingekauft, um sich so ein bisschen eine eigene kleine Systemraumflotte aufzubauen und haben halt festgestellt, ja, wir brauchen auch Personal für diese Schiffe und wir brauchen eben auch Personal, was im All und in diesen beengten Umgebungen von Raumschiffen kämpfen kann. Und haben angefangen, einerseits aus bestehenden Regimentern zu rekrutieren und andererseits komplett eigene Einheiten auf. Ich liebe sie. Die Wollen wir mit dem Cosmoflot Elefanten ist. im Raum anfangen? Ich Gibt es ja den habe Eisbären? den perfekten Einstieg. Die Cosmoflot ist alles, was in Ariadna gut ist, in einer Liste komprimiert. Ja, stimmt schon. Ist nicht falsch. Du möchtest über den Elefanten im Raum sprechen. Es ist ein Ja, Bär. vielleicht eher den Eisbären im Raum. Ja. Dass die Polaris-Teams klingen jetzt erstmal so ein bisschen unauffällig und harmlos, so Polaris-Team sagt einem gar nichts, bestehen üblicherweise aus einem Menschen, die sozusagen dieses Team offiziell führt, und einem anthropomorphen Eisbären, der das Resultat von Menschenexperimenten ist. Denn Ariadna dachte sich, oh, Dog Warriors ist ja schon mal schön, Werwölfe sind ja schon mal nett, aber wäre es nicht noch viel besser, wenn wir diese Werwölfe mit Eisbären kreuzen? Haben die Nomads gefragt, so, hey, ihr habt doch diese durchgeknallten Wissenschaftler, die überhaupt keine ethischen Probleme mit Experimenten an Menschen haben, könnt ihr uns davon welche ausleihen? Wir möchten da Dinge ausprobieren. Und die Nomads so, ja, geht klar, können wir machen, aber wir werden alles abstreiten, wenn man uns fragt. Ja. Rausgekommen sind, hey, Menschenexperimente mit Aliengenetik reingemischt. Und jetzt haben wir wirklich wütende, wirklich große humanoide Eisbären mit raketengetriebenen Vorschlaghämmern. Was kann da schon schiefgehen? Die haben sie schon sehr, sehr lange mal angeteasert, weil im Rollenspiel gibt es die ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Omersinie. Aberrations oder Abscheulichkeiten. Und zwar Bären, die von Antipoden gebissen wurden und dadurch zu Werwolfbären werden. Quasi, man hat jetzt mit, genau wie du beschreibst, mit den Nomads zusammen, diese Werwolfbären mit menschlichen Embryos gekreuzt und dadurch, ja, Werwolfbären Soldaten erschaffen. Das, Ja. ja, das sind die Bärpoden. Hat übrigens genau das Ding hat übrigens dafür gesorgt, dass eine der aktuelleren Boxen, nämlich Crimson Stone oder zwei Spieler-Einstiegsboxen, die nimmt genau das Thema als Aufhänger, weil sowohl Nomads als auch Ariadna sicherstellen wollen, dass niemand außer ihnen selber diese Forschungsdaten hat, damit auch ja nichts an die Öffentlichkeit gelangen kann, beziehungsweise damit man das potenziell als Erpressungsmaterial nutzen kann, woraufhin die beiden Fraktionen in diesem Zwei-Spieler-Starter aufeinander losgehen. Also insofern werden da so eine Hintergrundsachen tatsächlich in Produkte für Infinity umgesetzt als narrative Aufhänger. Und so, es wird auch sehr deutlich gemacht, dass der Rest der Sphäre und Concilium
oder das Büro Athena von O12 da drauf gucken und sagen, Entschuldigung, kann es sein, dass ihr da illegale Experimente betreibt? Ja, auch Ariadna ist nicht die Guten. Die Einheit ist schlimm. Also es gibt diesen Controller, der dabei ist, der macht gar nicht so viel. Aber der Bär ist das Problem für die meisten Leute. Der ist schnell, hat einen Close Combat Wert von 24, ihr erinnert euch. Man muss drunter würfeln. Auf einem W20. Der macht bedeutet zwei Schaden extra. Crit-Chance. Ja, genau. Der macht zwei Schaden extra. Der klettert besser. Der ist gegen alles immun, außer viral. Der hat zwei Chain Rifles dabei. Granaten, Rauchgranaten und ein Trenchhammer. Trenchhammer ist quasi ein explosivladungskombinierter Vorschlaghammer, mit dem das Vieh zuschlägt. Das ist gut gepanzert, hat einen Physics-Wert von 16, das heißt, die Granaten kommen auch genau dahin, wo er sie haben will. Und man kann zum Glück nur ein Polaris-Team in der Liste mitnehmen. Aber man kann einen einzelnen Bierpoden noch dazu nehmen. Man kann also theoretisch zwei Bären spielen. Die Bärenbrüder. Die Bärenbrüder. Paw Patrol. It's a thing. It's a thing. Leider gibt es nur ein Modell dafür. Ich werde mir demnächst mal einen zweiten bauen, weil ich habe hier noch so einen killtragenden Riesenwehrwolf und da werde ich, glaube ich, einen Bärpoden draufsetzen für die Abwechslung. Ansonsten alles, was wir vorhin mal gesagt haben, mit das ist in Ariadna eine coole Einheit, die ist hier drin. Das heißt, wir haben die Highlander Caterans als eklige Sniper. Wir haben die Parakommandos von den Merowingern als okaye Luftlander. Wir haben den Unknown Ranger. Ja. Wir haben die Scots Guard drin. Wir haben das Equipe Mirage, also Rotkäppchen und der böse Wolf drin. Wir haben das SAS drin. Wir haben Uxia McNeil, die soziopathische SAS-Killerin drin. Wir haben William Wallace drin. Wir haben den Tschernobock. Wir haben den Tschernobock drin. Wir haben Wolfgang Amadeus Wolf als weiteren Nahkämpfer. Der ist eigentlich in der Nomad-Liste auch drin, aber in ein paar Ariadna-Listen taucht er auch auf. Das ist ein starker Nahkämpfer, hat eine Multi-Rifle, einen Chain-Cold und eine Heavy-Pistol. Das heißt, der ist auch bei Beschusssachen auf Kurzentfernung sehr verheerend. Viel in der Liste hat Stärken, wenn es um luftleeren Raum geht. Also es gibt ein paar extra Einheiten, die nur bei Cosmoflot drin sind. Das sind die Mechanics, das sind Mechaniker, die haben Terrain Zero-G und ein Gizmo-Kit. Terrain Zero-G bedeutet, dass wenn keine Schwerkraft auf dem Spieltisch ist, die sich normal bewegen. Ist nicht gerade auch in der Season jetzt wieder. Das kann durchaus sein, ja. Da gibt es doch jetzt Missionen mit Zero-G. Szenarien mit 0G, ganz genau. Es gibt die Rohkots als billige Truppen, um ein paar Modelle noch mehr reinzukriegen. Es gibt eine die neue. Kosmosoldaten? Ja, es gibt den Kosmosoldat. Das ist ein schwer gepanzerte Heavy Infantry. Leider hackbar, aber Herrgott, Armor 6. No Wound Incapitation. Das heißt, die erste Verlust ignorieren die. Sind immun gegen Schock. Und können schwer bewaffnet werden. Also, die können auch die tragbare Autokanone kriegen. Die können ein schweres Maschinengewehr kriegen. Die können einen schweren Flammenwerfer kriegen. Es gibt die Patcher, das sind billige, flammenwerfertragende Modelle oder mit auch einer Akrylatkanone oder einem Adhesive Launcher. Das sind beides Waffen, mit denen ihr Gegner immobilisieren könnt. Das heißt, die können sich dann nicht mehr bewegen. Klebstoffkanonen im Grunde genau. genommen. Genau. Vom Hintergrund sind das Leute, die als Notfalltruppen eingesetzt werden, um Lecks in Raumschiffen zu flicken. Ja. Es gibt einen neuen Remote, den Remotnik-Bot. Und eine neue Einheit, die drin ist, das ist die Varangian Guard. Das ist eigentlich eine Söldnereinheit. Stimmt, die gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen länger, als es Cosmoflot gibt, weil die eigentlich so aus dem O12-Kontext erschienen ist. Genau, die sind extrem billig. Auch eine Warband, Religious Troops. Man kann denen billig eine Chain Rifle geben, also die ja, wie kann man Chain Rifle beschreiben? Das ist so eine Filamentwaffe, ne? Ja, das ist im Grunde genommen eine automatische Schrotflinte, die einfach im Magazin
Kettenglieder hat, die extrem heiß heizt und dann einfach im Schrotflintenmodus durch die Gegend schickt. Ist auch eine verbotene Waffe. Genau. Nutzen wir trotzdem. Die sind relativ billig, okay im Nahkampf und zählen als Impetus. Das heißt, die haben eine zusätzliche Bewegung und die funktionieren ganz wunderbar mit William Wallace. Und die Cosmoflot ist gerade, also ne, man kriegt den vorherigen Starter noch. Das ist Crimson Stone und Beyond Crimson Stone. Fast alles in der Liste hat momentan ein Modell. Und ich glaube, die Stranix haben noch keins. Stimmt, die Stranix. Und ich glaube, die Patcher noch nicht. Patcher gibt es noch nicht, Stranix gibt es noch nicht. Rockots gibt es aber bereits. Den Kosmosoldat, da kommt jetzt demnächst noch ein weiterer Sculpt. Also die meisten Sachen sind tatsächlich als Figuren schon verfügbar. Ja. Und man kann die gerade sehr, 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 sehr gut spielen. Und natürlich der Polaris Bärpode. Schnelle Expertenliste, hat ein paar gute Luftlander und ist quasi in fast allen Bereichen besser als der Rest von der Arena. Also, das heißt, wenn man gerade sagt, hey, ich möchte... Außer bei Tarnung. Sie sind verglichen. Stimmt. Mit dem Army Corps sind sie extrem unsubtil. Ich glaube, das Einzige, was du tarnen kannst, ist Scotsguard und die Caterans. Ja, das müsste es gewesen sein. Und die SAS, anderen, ja. Aber ja, also für den Gegner ist schon ersichtlich, was drunter sein wird. Und sie sind halt nicht so eine, gefühlt nicht so eine Glaskanone wie ein Teil der anderen Sektorarmeen. Und hat ein bisschen mehr Tech drin. Und für mich war es eigentlich der Hauptgrund auch, es sind moderne, schicke Figuren, die in einem homogeneren Maßstab sind. Also sprich, wenn man ältere Merowinger-Modelle neben neue Ariadna-Modelle stellt, dann ist das für das Auge so, als würde man... Primaris neben Firstborn? Ja, so schlimm. So schlimm. Teilweise schon. Ja. Ja, also es wirkt nicht zusammengehörig. Wenn man die erste Edition anguckt. Ja, das ist so ein bisschen der Überblick über Ariadna als Fraktion mit ein paar oberflächlichen Einblicken in sozusagen den Spielwelt-Hintergrund. Dazu werden wir vielleicht nochmal gesonderte Folgen machen, aber. Hier ging es ja jetzt erstmal darum, was ist Ariadna als spielbare Fraktion mit einem sehr, sehr groben Überblick von unserer Seite. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, also erstmal Dankeschön, Tim, für sozusagen deinen Einblick, deine Expertise, wie man so schön sagt. Und meine Frage an die Leute, die sich das jetzt anhören, ist Ariadna für euch eine Fraktion, die irgendwie spannend wäre? Diese Mischung aus Nationalitäten verbunden mit Werwölfen und mutierten Eisbären? Oder sagt ihr, oh nee, das ist mir eigentlich, wenn ich schon Infinity spiele, dann will ich entweder sehr klares, sauberes Sci-Fi und nicht so eine absurde Mischung? Oder sagt ihr, genau deswegen findet ihr die spannend? Gibt es für dich Fragen, die sich zu Ariadna explizit stellen? Oder sagst du, oh nee, passt schon? Ja, wenn ich noch Fragen hätte, hätte ich die ja schon gestellt oder im Rahmen dieses beantwortet. Eine Sache habe ich noch. Ein Grund, der für Ariadna spricht, man kann viele abgefahrene, realweltliche Special Forces spielen, wenn man Bock auf so etwas hat. Ja. Man kann Tarnmuster malen, wenn man das möchte. Und Kills. Ich finde, Ariadna sieht ganz hervorragend mit Schneebases aus. Und Ariadna ist eine Armee, die ich zumindest in vielen Fällen mit Contrast male, was ich sehr entspannend finde. Ich habe meine komplette Ariadna-Armee fast ausschließlich mit Contrast gemalt, weil es halt diese grünen Uniformen, da ist Contrast ein sehr, sehr dankbares Malmittel, um wirklich solide Ergebnisse zu bekommen. Ja, also Ariadna-Figuren, also generell Infinity-Figuren, sind ja als Metallguss sehr scharfen Kanten, das kommt entgegen bei Contrast oder wenn man mit Wash-lastig malt. Und nicht viele große Flächen. Ich glaube, der Bärpode ist so das Einzige, was große durchgehende Flächen hat mit der Panzerung. Mhm. Aber der Rest ist relativ kleinteilig. Und ja, also relativ viel, was man anmalt, ist klassisch. Ne? Es gibt halt irgendwie Stiefel mit Schnürungen, es gibt Hosen mit Kniepolstern. Die Figuren tragen Handschuhe und Wollmützen oder russische Ushankas.
Also man muss sich bei wenigen Sachen da fragen, was ist denn das eigentlich? Ich muss mir jetzt erstmal ein Artwork angucken, um rauszufinden, was genau das da ist, was der an der Stelle trägt. Was soll denn das sein? Und man hat nicht so das Problem, ich muss erstmal rausfinden, als was ich das überhaupt anmale oder was es darstellen soll. Weil das meiste sind Hosen, Taschen, Gürtel, Holster, Mützen. Das fasst es gut zusammen. Gut, dann bleibt mir jetzt an der Stelle eigentlich nur, mich bei dir zu bedanken, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast hier für die Aufnahme. Ich setze mich an den Schnitt und dann gucken wir mal, wann das hier erscheint. Ihr da draußen werdet es ja merken, wenn das Video raus ist. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Ich rechne jetzt mal grob mit Januar 2023. Wir nehmen das hier kurz vor dem Jahreswechsel 2022 auf. Genau, dann Dann. dir, Gregor, ein schönes Restjahr. Ebenfalls, Und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, würde ich fast sagen. genau. Genau, Alles klar. wichtig, wenn ihr das hört, hoffentlich habt ihr auch am 1. Januar eine Figur angemalt. Man muss früh anfangen mit diesen Malen im Jahr. Ja, richtig. Obwohl, wenn wir jetzt bei dem Thema schon sind, was sagt dein Jahrescounter für 2022 bei bemalten Figuren? Der ist peinlich. Warte mal. Sicher? Ja, ich habe Also echt. sicher, dass er peinlich ist? Ich habe echt nicht viel gemalt für meine Und jetzt Verhältnisse. kommt er mit einer dreistelligen Zahl um die Ecke, gib's zu. Ja, nee, dreistellig schon. Also da hab ich noch. Auch knapp. Also ich habe dieses Jahr, Moment, ich bringe mal kurz in den Counter. Ich habe eine Excel-Liste dafür. 108 Natürlich hast du Figuren das. angemalt. Ich glaube, das muss dir nicht peinlich sein. Ich gehe fast davon aus, dass ein gar nicht unerheblicher Teil der Hobbyisten weniger gemalt hat. Und ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie auch in den letzten 4, 5 Monaten nahezu gar nicht gemalt. Ich habe irgendwie im ersten Halbjahr Material durchgejagt ohne Ende und habe jetzt im Jahrescounter, und da ist tatsächlich Ariadna nicht ganz unschuldig dran, irgendwas um die 250 Modelle durchgejagt. Das ist für mich ein normaler Schnitt. 250 Modelle. Also wenn ich meine 30 Poxwalker rausrechne, habe ich echt nicht viel gemalt. Ja gut, ich habe halt irgendwie, ich mal halt in praktisch Fließbandfertigung. Ich habe meine um die 100 Stormcast Eternals halt tatsächlich im Fließbandsystem irgendwie so in 30er, 40er Blöcken weggemalt. Und ich male halt tatsächlich, also ich glaube, meinen Malstandard könnte man so als Battle Ready bezeichnen, aber mehr eben auch nicht. Gut, aber das soll ja jetzt hier in der Aufnahme gar nicht Thema sein. Dann würde ich sagen, ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was für Videos zu Infinity würden euch interessieren. Wollt ihr mehr Lore-Videos zu Infinity? Wollt ihr irgendwelche Deep-Dive-Videos in bestimmte Spielmechaniken und Regeln haben? Interessieren euch ganz explizit bestimmte Fraktionen oder Sektorarmeen? Sollen wir in diesen ganzen Hintergrundaspekt möglichst tief eintauchen? Lasst uns das in den Kommentaren wissen und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.